Hallo zusammen, wir schauen uns heute den neuen Angelsimulator an, Ultimate Fishing Simulator 2. Dieser ist jetzt in der Early Access Version und wird in den nächsten Tagen auf Steam veröffentlicht. Ich habe jetzt eine Vorab-Release-Version bekommen, vielen Dank dafür. Will euch das Spiel schon mal vorstellen. Es kann auch sein, dass sich jetzt das ein oder andere zum Veröffentlichungszeitpunkt noch verändert. Das Grobe und Ganze ist aber im Spiel enthalten. Wir können angeln gehen, das ist das Wichtige. Aber zuvor schauen wir uns doch mal an, was das Spiel alles bietet. So auch die ganzen Turniere, Statistiken, Missionen, die man machen kann, Ausrüstung, die es gibt. Und ich bin schon mal wirklich begeistert. Ich habe jetzt im Menü schon mal hin und her geklickt, mir das so im Groben und Ganzen angeschaut. Angeln war ich noch nicht. Das wollte ich mit euch gemeinsam tun. Da gehen wir auch gleich das Tutorial durch. Schauen wir doch mal an. Wir haben zum ersten Mal Profile, die wir uns erstellen können. Wir können den Modus normal wählen oder realistisch. Im realistischen Modus können wir keine Schnellreisen nutzen. Wir können die Unterwasserkamera nicht nutzen. Also man hat da wirklich schon enorme Einschränkungen. Wir haben aber jetzt erstmal den Modus normal gewählt. Wir haben ein Level-System. Wir sind jetzt Level 0, 0 Erfahrungspunkte. Das Level hat auch Auswirkungen auf die Ausrüstung, die wir uns im Geschäft kaufen können. Wir haben jetzt hier diese Levelanzeige. Wir können jetzt bestimmte oder eigentlich alle Ausrüstungsgegenstände nur ab einem bestimmten Level kaufen. Finde ich auch recht gut gemacht, dass man nicht direkt einfach mit viel Geld alles kaufen kann. Man muss auch leveln, um Ausrüstung sich freizuschalten. Es gibt Pakete, also komplette Sets. Es gibt Angelsets, wo dann wirklich die Angel, Schnur, Köder abgestimmt sind. Guck mal einfach mal grob schnell drüber, was es alles gibt. Wir haben jetzt Angelrollen, beginnt bei 1,8 Kilo Stärke bis hin zu 35,7 Kilo. Und wenn ich jetzt so scrolle, seht ihr ja mal, was es für eine Auswahl momentan gibt. Wir haben jetzt die Universalrollen. Spinrollen haben wir jetzt keine. Castingrollen haben wir auch keine. Also momentan gibt es wohl nur die Universalrollen. Aber wie gesagt, wir befinden uns noch im Early Access. Es gibt Schnüre, Posen, Vorfächer, Futterkörper, Haken, Köder. Köder, gucken wir doch mal durch. Es gibt das normale Brot. Kostenlos zu erwerben. Regenwurm. Ab Level 1. 7 Dollar. Dann haben wir den Teig, Maden, Köcherfliege, Caster, Käse, Mais, Erbse, Kirsche. Kirsche, okay. Ist mir neu, aber versuchen wir auch mal. Fliegen, Libellen, Grashüpfer, Garnele, Blutegel, Schnecke, Ukelei und Leber. Ja, das sind schon mal die Köder, Zubehör, Köder, Kunstköder, Senkblei. Fähigkeiten. Man kann jetzt auch Fähigkeiten vergeben. Fängt man immer oben an. Das ist eine Art Skillbaum. Oben muss man beginnen. Also hier steht zum Beispiel jetzt Quirulant. Vorherige Fähigkeiten freischalten. Also man muss wirklich immer oben beginnen mit dem Freischalten. Und hier haben wir jetzt den Wirtschafter. Das heißt, hier haben wir bestimmte Fähigkeiten, wo wir einfach mehr Geld im Spiel verdienen. Oder wir haben den Trickser. Auch hier fängt es oben an. Das würde ich dann als nächstes wählen, sobald ich hier den ersten Fähigkeitspunkt bekommen habe. Erhöht die Wirksamkeit des Köders um 5% und beschleunigt die Zeit, bis der Anbiss erfolgt. Also wir sind hier definitiv schneller und lukrativer unterwegs mit unserem Köder. Oder dann der Züchter. Fische im Aquarium wachsen 5% schneller. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt hier ein Aquarium, wo wir unsere gefangenen Fische reinsetzen können. Und diese wachsen dann halt zu großen Fischen heran. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns an. Es gibt Missionen, es gibt tägliche Missionen, es gibt wöchentliche Missionen, es gibt monatliche Missionen, es gibt mega große Statistiken und es gibt natürlich hier die persönlichen Rekorde. Ich habe mal durchgezählt, wir haben insgesamt 68 verschiedene Fischarten. 68 verschiedene Fischarten, also es ist wirklich eine Menge. Es gibt jetzt noch Statistiken. Die persönlichen Rekorde. Dann haben wir noch die Ranglisten. Die werden jetzt wöchentlich zurückgesetzt. Hier unten steht das. Die Ranglisten werden am Anfang jedes... monatlich, Entschuldigung.
eines jeden Monats zurückgesetzt und die unter den ersten 10 platzierten Spieler erhalten spezielle Preise. Also man bekommt jetzt auch Preise, wenn man unter den Top 10 ist. Und dann gibt es noch die Fischpedia, wo man sich alles über diese ganzen verschiedenen Fische hier durchlesen kann. So, optisch vom Aussehen finde ich das auch recht schön gestaltet, die Fische. Machen einen richtig guten Eindruck. Ja, das war jetzt schon mal das Geschäft. Die Ausrüstung. Apropos Ausrüstung, da waren wir jetzt noch nicht. Wir haben jetzt verschiedene Sets. Und das besteht jetzt aus einer Fiederrute, einer Barracuda, ich gucke gerade, Universalrolle 3 Kilo, eine Monoschnur, Stärke bis 0,78 Kilo, das ist eigentlich nichts. Dann haben wir hier noch eine Mono, ist doch ein Vorfach, warum ist denn jetzt das Vorfach stärker wie die Hauptschnur? Gut, dann ist es so. Und natürlich hier unser Köder. Set Nummer 2 ist jetzt mit Regenwurm bestückt, also das ist unser Spinning Set. Das ist unser und unser Posenangel Set und weiter haben wir jetzt ja gar nichts. Lasst uns angeln gehen. Tutorial. Wollen wir das Tutorial starten? Natürlich wollen wir das starten. Umschauen. Wir sollen uns jetzt umschauen und den Fangplatz nähern. Ja, schauen wir uns doch mal um hier. Auf jeden Fall ist es schon mal schön gestaltet. Es gibt einen Steg. Ich finde es sehr ruhig. Man hat auch wie in anderen Spielen dieses Rumgetrampel, nicht? Was manche Charaktere so machen, dass die extrem laute Stampfgeräusche machen, finde ich schon mal extrem positiv. Dass das hier nicht so ist. Ganz dezent. So, wartet mal, wir hängen ja irgendwo noch am Geländer fest. Wir sollen uns dem Wasser nähern. Aha, man muss wirklich ran ans Wasser. Eine der beliebtesten Fischfangmethoden ist Posenfischen. Wählen Sie jetzt ein Schwimmerset aus, indem Sie 2 drücken. Das haben wir gemacht. Da haben wir gesehen, da hat man ja unser Posenfischer-Set mit dem Regenwurm dran. Die einfachste Weise, die Angelrute zu werfen, ist der Kurzstreckenwurf. Achten Sie jedoch darauf, eine Stelle mit ausreichend Tiefe zu wählen. Bevor Sie die Rute werfen, können Sie den Schwimmer mit anpassen. Führen Sie einen Kurzstreckenwurf aus, indem Sie rechte Maustaste gedrückt halten. Das nenne ich jetzt aber sehr kurz. Die Schnur wird durch Drücken der linken Maustaste eingespult. Die Einspulgeschwindigkeit verändert sich mit dem Mausrad. Mit den Plus-Minus-Tasten können Sie die Zugkraft einstellen. Sie können den Wurf auch zurücksetzen, indem Sie Q drücken. Obwohl, war eigentlich eine gute Entfernung. Sie machen einen Langstreckenwurf, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Führen Sie jetzt einen solchen Wurf aus. Langstreckenwurf. Okay, der Köder hat sich am Boden verfangen. Ich glaube, bei den Langstreckenwürfen hatte ich nicht gesagt, ich möchte hier nicht Realismus haben. Das ist ja wirklich, als wenn ich angeln gehe, erstmal den Baum gefangen. Also nochmal, wartet mal. Linke Taste. Stelle ich mich ein bisschen zu dämlich an.
Hat das jetzt wirklich mit diesem Baum zu tun? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Tatsächlich, Location gewechselt und schon hängen wir nicht mal am Baum drin. Das ist schon wirklich übel gemacht. Ihre nächste Aufgabe ist es, einen Fisch zu fangen. Sie können die Unterwasserkamera benutzen, indem Sie die U-Taste drücken, um zu sehen, was unter Wasser passiert. Warten Sie darauf, dass der Fisch vom Köder eingeloggt wird. Ist ein schönes Feature, was man hier machen kann. Wenn man das nicht möchte, nutzt man es nicht oder... Oh, warte, das war die falsche Taste. Ich wollte gerade... Warte mal gucken, wie man sich drehen kann. Einen kleinen Barsch hat man ja schon gesehen. Oh, da kam er. Da kam er. Wenn ein Fisch den Köder nimmt, müssen Sie ihn zur richtigen Zeit an den Haken nehmen. Versuchen Sie, die Angelschnur so straff wie möglich zu machen. Drücken Sie rechte Maustaste, um zu ruckeln. Ich ruckel, ich ruckel. Ich ruckel nicht, ich kurbel ein. Ach, jetzt hier Geschwindigkeit. Jetzt haben wir sie auf maximale Einkurbelgeschwindigkeit gestellt und wir haben den Fisch verhauen. Versuch Nummer 2. Wir machen unseren Bügel zu. Darf man jetzt nicht vergessen. Köder ist im Wasser. Ja, ich wollte schon mal checken hier mit der rechten Maustaste ruckeln. Funktioniert auch, wenn wir Unterwasserkamera aktiv haben. Da nähert sich ein Fisch. Rotauge. Na komm. Oh. Wenn Sie den Fisch am Haken haben, können Sie ihn an Land ziehen, indem Sie linke Maustaste gedrückt halten. Also wir haben ihn gehakt, wir können ihn an Land ziehen. Halten Sie gedrückt. Erfolgreicher Fang. Nachdem Sie einen Fisch gefangen haben, können Sie ihn entweder behalten oder freilassen, was Ihnen jeweils unterschiedliche Boni verschafft. Geben Sie den Fisch jetzt frei. Als nächstes wählen Sie ein Spinset durch das Drücken von 1. Okay, also schauen wir uns doch mal an. Was haben wir denn eigentlich gefangen? Eine Praxe. 0,35 Kilo, 27,97 Zentimeter. 1,16 $ bringt er uns, 3 Erfahrungspunkte und wir sollen den freilassen. Nehmen wir das Spinning Set. Führen Sie nun einen Weitwurf aus, indem Sie LMT gedrückt halten. Führung des Spinnköders. Führen Sie den Köder so, dass seine Wirksamkeit so groß wie möglich ist. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms ist ein Köderindikator. Wenn er grün wird, bedeutet das, dass seine Effizienz zunimmt. Reduzieren Sie die Wiedereinzugsgeschwindigkeit auf 10% und holen Sie den Köder ein, bis ein Biss erfolgt. Also 10% haben wir gemacht und dann würde ich sagen, kurbeln wir ein. Unser Köder wird oben im Indikator grün. Jetzt gucken wir mal unter Wasser, wie es aussieht.
Oh, 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 da haben wir ihn. So, wir warten das jetzt hier. Ah, wir müssen erstmal hier den Zug erhöhen. Erfordert alles noch ein bisschen Übung. Ein Fisch in das Netz legen. Wählen Sie Halten aus, um den Fisch in das Netz zu legen. Preis 94 Cent. Wir haben hier den ganz normalen gewöhnlichen Barsch und den wollen wir behalten. Der ist jetzt im Fischnetz. Durch das Drücken der M-Taste wird die Karte eines bestimmten Standorts geöffnet. Mit dieser Taste können Sie sich zu einer bestimmten Stelle teleportieren, indem Sie auf die Nummer des Fangplatzes klicken. Das Wetter verändern. Das schauen wir uns an. Wir können den Standort verlassen. Wir können auch hier die Location wechseln. Wir sollten uns... Ach, hier befinden wir uns ja schon. Testen wir doch einfach mal. Ja, möchte ich wechseln. Alle Informationen, die Sie benötigen, finden Sie in der Registrierkarte Hilfe. Beenden. Das war das Tutorial. Und jetzt haben wir ja Profil Fischernetz. Gehen wir mal hin. Das Fischernetz öffnen. Unser Barsch 0,27 Kilo. 94 Cent. Den könnte man jetzt ins Aquarium setzen. Zu den Trophäen hinzufügen oder in 3D anzeigen. Wir setzen den ins Aquarium. Kostet nichts, soweit ich sehe. Hat 0 Sterne. Wir gehen zum Wohnsitz. Wir gucken mal, wie es dem kleinen Racker im Aquarium geht. Aber auch schön drin ist. Jetzt ist nur die Frage, wo ist er denn drin? Das hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Warte, den Wohnsitz. Wir haben ja die verschiedenen Aquarien. Wir haben hier viele Platten, um unsere Trophäen auszustellen. Ist wirklich schön gemacht, auch hier zur Abwechslung mit den Bildern an die Wand. Ich finde das persönlich wirklich schön gemacht. So eine Trophy Lodge übersichtlich. Auch hier die Schaufenster. Da bin ich mal gespannt, was wir da reinpacken. Also ich werde hier auf jeden Fall dranbleiben. Und euch hier noch ein paar Videos präsentieren. So, gucken wir mal. Gesamtzahl der Fische im Aquarium 0. Hier ist einer drin. Da ist er. Unser kleiner Barsch. Linke Maustaste Aquarium verwalten. Die Fische füttern. So, wir können ja mal beobachten, ob der Fisch jetzt wächst. 0,72 Kilo, 26,62 Zentimeter. Gehen zurück. Wir füttern ihn da hinten im Hintergrund. Da sehen wir jetzt, jedes Mal, wenn ich klicke, kommt da so ein Würmchen runtergefallen. Ich glaube, da frisst sie sogar schon. Werden wir mal beobachten. Interessiert mich auch. Das finde ich ja extrem schön gemacht. Ich frage mich aber gerade, die Fische können wir jetzt nicht gezielt einsetzen. Das wird automatisch erledigt. Ich denke mal, das hat dann was mit der Art und Gattung zu tun, dass man hier nicht irgendwelche Räuber zu Friedfischen setzen können. Dass das wirklich eine Harmonie gibt. Okay, wir gehen wieder raus zum Wohnsitz. Standort verlassen müssen wir klicken. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen angeln. Jackson Nationalpark. Mittag. Klarer Himmel. Und hier unten sehen wir jetzt die ganzen verschiedenen Fanggebiete. Thailand, Russland, Slowakei.
Ach so, man braucht hier verschiedene Level. United States Tutorial hatten wir ja durch. Da möchten wir nicht nochmal hin. Ja, morgen. Komm, wir gehen mal zu morgen hin. Klarer Himmel auf jeden Fall. Fische auf der Karte, Katzenwels, Rotlachs, Regenbogenforelle, Kleinmalbarsch, Gelbbarsch, amerikanischer Hecht, Flussbarsch, blauer Sonnenbarsch, Forellenbarsch, Kürbiskernbarsch. Viele Barsche. Auf jeden Fall gibt es viele Barsche. Oh, schön. Wir befinden uns, ich denke mal, sicherlich am Angelplatz 1. Na los, testen wir einfach mal. Wir haben gesagt, es gibt viele Pasche. Also, Spinning Set raus. Nein, Spinning Set. Köder lassen wir auch erstmal dran. Alles erstmal so, wie es ist. Dass man erstmal überhaupt hier ein paar Dollar verdient. So, Zuggeschwindigkeit. Machen wir mal hier auf. Ach so, wir sollten ja mit 10%, haben sie gesagt. Wir werfen erstmal aus. Los, nicht drüben in den Baum rein. Geschwindigkeit 10% runter. Machen wir hier Unterwasserkamera an. Na, der kommt. Ja, wir können ja auch mal ein Stückchen weiter absinken lassen. Geben wieder Zug. Und da haben wir ihn. So, jetzt müssen wir natürlich hier Zug auf 100. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Wir sind hier wirklich im roten Bereich. Ach so, wartet mal. Zug auf 100. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass die Schnur nicht reißt. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ach so, durch Klicken der Maus können wir entweder den Zug oder die Geschwindigkeit umstellen. Machen wir mal den Zug auf, sagen wir mal, bleiben wir mal bei 70. Neuer persönlicher Rekord, den Gelbbarsch. Natürlich behalten wir den. Oha, auch Äste kommen vorbei. Das riecht nach Hakler. Also ich finde das eigentlich wirklich mega mit der Unterwasserkamera. Das ist jetzt nicht ganz so langsam, dass man hier ewig aufs Wasser schaut, bis da mal ein Fisch beißt. So, jetzt aber Geschwindigkeit. Ich hoffe mal, dass das noch geändert wird. Wir sind jedes Mal auf 10% runter und müssen das dann automatisch wieder hochstellen, der Fisch gebissen hat. Wäre schön, wenn das direkt auf 100% geht. Noch ein Gelbbarsch, der ist aber gut hier. Weiß 280. Behalten. Weiter geht's. Oh, das war zu schnell. Ich gehe mal mit dem Zug auf, sag mal, 50% oder 52% runter. Was ist denn das für ein Brocken? So. Geschwindigkeit, nicht Zug, Geschwindigkeit. Ja, das ist ein bisschen... Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's schon gesehen, dass das im Roten war. Verdammt. Da köder's ab.
So, Set 1. Abgerissen. Ja, das heißt, wir müssen erstmal hier neue Köder kaufen. Ich habe nichts außer Regenwürmer. Machen wir das mal. Was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen eigentlich nur einen Vorfach ist noch da. Brauchen eigentlich nur den Spinner. Haben wir denn schon Geld? 200 Dollar haben wir. So, gucken wir mal. Köder. Kunstköder. Wartet mal. Wir hatten doch hier die Twister. Nicht 5,3. Würde dann nämlich erstmal dabei bleiben. Der kostet nichts, genau. Jetzt kaufen. Kaufen wir gleich zwei, wenn es geht. Das ist ja schon mal gut, dass der nichts kostet. Dass man sich erstmal ein bisschen einangeln kann. Ausrüstung. Zurück. Twister benutzen. Müsste das doch jetzt wieder fertig sein. Auf ein neues. Hat das jetzt was mit dem Zug zu tun oder nicht? Man kommt halt automatisch beim Einstellen der Geschwindigkeit auf die Maustaste, dass man drauf drückt. Man ist da halt ein bisschen hektisch. Dann gehen wir mal wieder auf die angesagten 10% runter. Dann gucken mal. Oh ja, ein Lachs. Oha, das wird ein harter Kampf. Oh Gott, komplett nur Roden. Ich habe nichts gemacht, nichts habe ich gemacht. Ist der Zug etwa immer noch zu hoch? Wir werden es herausfinden. Nehmen wir jetzt den Zug mal runternehmen auf. Machen wir mal 12%. Irgendwo muss man ja den Drill einstellen können. Es kann ja nur der Zug sein, was anderes sehe ich gar nicht, was man einstellen kann. So, jetzt gehen wir mit der Geschwindigkeit hoch. Kurbeln ihn ein. Ja, ist ein kleiner Fisch. Ein Katzenwels. Auch den behalten wir. Und wir gehen mal zurück ins Menü, ins Fischernetz, machen das mal auf. Und guck mal, Gelbbarsch, der hat schon zwei Sterne. Zum Aquarium. Wir fügen die jetzt mal zum Aquarium hinzu. Alle drei Fische. Wohnsitz, Gesamtzahl der Fische. Vier Stück haben wir im Aquarium. Keine Trophäen. Standort verlassen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zum Wohnsitz zu gehen. Null Fische und hier haben wir die ersten vier Fische drin. Wir haben unsere Barsche und auch den Katzenwels drin. Da tun wir mal füttern. Oh, da kommen sie alle. Jeder ein Würmchen. Man kann sich jetzt hier verkaufen, direkt aus dem Aquarium heraus oder freigeben.
Das soll es erstmal für das erste eingespielt gewesen sein. Das Tutorial, mal so eine kurze Einführung. Ich würde mich jetzt nochmal etwas mit dem Spiel vertrauter machen. Ich wollte das ja halt gern mit euch gemeinsam kurz erleben, wie sich so der Anfang anfühlt. Ich würde mich jetzt mal ein bisschen einangeln, dass ich euch dann in den nächsten Folgen etwas klarer erklären kann, wie das ganze System funktioniert. Gerade jetzt mit den Drill, dass man auch die Fische nicht verliert, dass man die schön ausdrillen kann. Ich guck mal, dass ich mich da schlau mache und vielleicht sieht man sich wieder. Macht's gut!